Red Rooms sprechen. Das sind bezahlte Livestreams auf Webseiten, wo Leute ermordet werden. Der wurde dann gedoxt und hat gesagt, brech in die Beine. Und da gab es auch ein Video. Und ich muss an der Stelle echt sagen, je tiefer man in diese Foren reingeht, desto gruseliger wird's. Sie wissen, dass ich Ihnen da keinerlei Auskünfte geben darf, aber ich gucke gerne mal nach. Ich habe die krassesten Dienstleistungen im Darknet gekauft und zeige euch in diesem erschreckenden Selbstexperiment, wie ich unter anderem innerhalb von wenigen Minuten die kompletten privaten Daten wie Telefonnummer, Anschrift und so weiter von einer Person herausfinden konnte, wie täuschend echt mittlerweile gefälschte Ausweise und Dokumente sind. Und für einen Service habe ich sogar Martin Frost eingeladen, der selber einen der größten Darknet-Marktplätze aufgebaut hat, zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass das real ist. Ich würde sagen, wir starten in das Video rein. Doppelter Espresso und go. Bevor wir jetzt gleich den Tor-Browser öffnen, möchten wir an der Stelle nochmal Danke sagen. Das ist echt keine Selbstverständlichkeit. Unsere Videos bekommen so viel Aufmerksamkeit, ihr schreibt so viele Nachrichten, es ist so viel Support. Und ich hatte es ja im Comtab schon angekündigt, da gibt es auch eine kleine Umfrage, könnt ihr mal vorbeischauen, welches Giveaway ihr gerne hättet. Ich dachte ja persönlich, iPhone 14 ist somit das coolste, aber viele haben auch Alternativvorschläge gemacht. Und deshalb starten wir jetzt in diesem Video mit 3x100 € Amazon-Gutscheine und 3 Tickets für unser Event am 29.10. Saigin ist mit dabei, Yannick Freestyle, viele weitere Creator, wie zum Beispiel Onkel Banjo von TikTok und so weiter. Wir reden, wie gesagt, über Social Media, Branding und unter anderem auch diese Experimente. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr einfach nur den Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben und das gleiche auch noch bei Instagram, am besten unter diesem Post hier. Dann sehen wir ganz genau, dass ihr Bock drauf habt. Verlosung ist dann nächsten Sonntag im Video. Thema Darknet. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Ganze machen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ja mal einen Hacker beauftragt, meinen eigenen Account zu knacken. Und diese ganze Konversation, die war sehr langatmig. Der hat nicht sofort geantwortet. Das hat mal 2 Tage, 3 Tage gedauert und so weiter. Es war eben nicht so ein Hin und Her. Wir haben, glaube ich, für das ganze Experiment damals 1 Monat gebraucht. Diese Dienstleistungen, die wir jetzt heute zeigen, die werben damit, dass sie sofort sind. Teilweise sogar innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungseingang. Aber trotzdem bin ich für meine Recherche anfangs ins ClearNet. Ich wollte einfach wissen, haben Leute damit Erfahrungen gemacht, gibt es Erfahrungsberichte und so weiter. Man findet fast nichts. Man findet Creator, die über Red Rooms sprechen. Das sind bezahlte Livestreams auf Webseiten, wo Leute ermordet werden, gefoltert werden. Wer mich fragt, teilweise sehr, sehr fishy. Ich glaube eher Scam. Das zweite sind irgendwelche Horror-Clowns oder Mystery-Boxen. Kleiner Spoiler, wir werden selber ein Selbstexperiment zum Thema Mystery-Box machen. Aber ich habe im Darknet noch nie eine gesehen. Oder natürlich auch der Klassiker Auftragsmorde. Da gibt es 20, 30 Minuten Videos, wie so eine Website gezeigt wird, wo angebliche Bilder von Opfern. Aber ihr wisst selber, wenn man einfach mal in die Zeitung schaut, das ist alles Fake. Oder sogar die Polizei dahinter, die einfach gucken will, welche verrückten Leute geben sowas in Auftrag. Naja, ich habe auf jeden Fall mal den Martin eingeladen. Wir setzen uns jetzt gleich zusammen. Ich will mal seine Meinung bezüglich dieser Horror-Stories hören. Ist da irgendwas dran oder war da vielleicht mal was dran? Kann ja sein, dass der Ursprung echt war, aber heute im Endeffekt alles Fake ist. Und ich möchte mit ihm zusammen auch so eine Auswahl treffen von Dienstleistungen, die wir jetzt testen. Anfangen werden wir mit einer Kfz-Halterabfrage. Die wird hier für 80 Euro verkauft. Eigentlich kann es nur die Polizei oder das Straßenverkehrsamt. Ich bin sehr gespannt, was der Experte dazu sagt, wie sowas möglich ist. Genau. Warum glaubst du, dass das funktioniert? Das müsste ja jemand bei der Polizei sein, der wirklich ein Zeichen eingibt, ein Kennzeichen und sagt, okay, das ist der Halter des Fahrzeugs. Ja, also das sind Services, die gibt's und gab es auch in der Vergangenheit immer wieder und ich weiß, die funktionieren. Kann natürlich jetzt auch in dem Fall Scam sein, sieht aber legit aus, würde ich sagen. Und das funktioniert im Endeffekt genau so. Da ist jemand, der hat Kontakt in der Behörde, die eben eine Halterabfrage machen darf. Mhm. Und entweder ist er selber in der Behörde oder hat einen Kontakt, der hat auch mitverdient. Ne? Geht halt einfach um Geld. Okay, wir werden das in Auftrag geben. Jetzt frage ich mich, kann das vielleicht auch sein, dass das im Endeffekt eine Trap ist? Kann da auch die Polizei hinterstecken, die sagen, okay, wir legen das mal? Was denkst du in dem Fall? Nee, ich glaube, es ist kein Trap. Das heißt, das wäre jetzt so ein Service, den könnte man benutzen. Du siehst irgendwie ein Auto, keine Ahnung, der ist irgendwie an dir vorbeigefahren. Eine hübsche Frau drin, der Typ sagt, komm, ich will mal wissen, wem gehört das, findet den Namen raus. Ja. Na, das ist dann weit gedacht auch, also auf toxische Art und Weise kann man das benutzen zum Stalking wahrscheinlich. Klar. Na, um wirklich auch jemanden irgendwie ausfindig zu machen und kriegt natürlich auch ja, komplett intime, private Details, Daten, die du eigentlich nicht bekommen solltest. Ja. Der zweite Service, den wir ausgesucht haben, den finde ich jetzt super spannend, ist ein sogenannter Crypto-to-Cash-Service. Du überweist auf eine Adresse Bitcoins und kriegst in einen Briefumschlag das Geld via Cash. Ich denke natürlich sofort an Geldwäsche. Ja. Und ich denke natürlich auch direkt an Geld, was wahrscheinlich aus irgendeinem Raubüberfall oder so stammt.
was da gewaschen wird? Guck mal, also das Ding ist, diese Services existieren ja eigentlich, also safe legit erstmal, hundertprozentig. Auf jeden Fall, guck mal, diese Services existieren halt, weil es natürlich schwierig ist, als Krimineller, sag ich jetzt mal, Bitcoins auszucashen. Ja, auch einfach, wenn du nicht versteuern willst. Klar, du hast damit getradet, hast irgendwie eine Summe damit verdient und so weiter. Ja, und sagst jetzt, okay. Aber das ist schon, das richtet sich schon eigentlich an Kriminelle, weil die Prozente sind natürlich auch dementsprechend hoch, mhm, die diese Trader dann nehmen. Und es ist eine gängige Praxis in der Szene tatsächlich, dass man sagt, schick mir Bitcoins, ich schicke euch Cash per Brief. Mhm. Selbstverständlich. Gibt es irgendwelche Dienstleistungen, was ich jetzt auch noch spannend finde? Ich bin ja jetzt in diesen ganzen Listen, werde auch noch mal ein bisschen gucken, vielleicht noch ein, zwei dazu adden. Gibt es welche, wo du sagst, die sind eigentlich erschreckend, die gab es früher mal, aber heute nicht mehr? So welche, die wirklich legit waren? Oder was sind so die heftigsten Services, wo du sagst, das gab es mal, mittlerweile ist es aber fast tot oder alles fake? Guck mal, also ich weiß, es ist nicht mega heftig, aber damals war das Thema Sportwetten noch sehr vertreten, mhm, vor diesem ganzen Skandal. Mhm. Und da hat es auch geklappt. Da haben viele wirklich auch das angeboten, gefixte Spiele und so weiter. Und es war wirklich legit. Heute findest du sowas gar nicht mehr. Weil, mhm, ne, nach dem Skandal hart reguliert. Also du findest schon noch Anbieter, alle Scam. Ich weiß tatsächlich von früher einen Fall, das hat auch in der Szene wirklich die Runde gemacht. Da gab es jemand, der hat angeboten, ich mache Leute fertig. Aber nicht, ich schicke dir einen Taxifahrer oder einen Dönermann, sondern ich schicke dir ein paar Albaner, die jemanden die Beine brechen. Okay. Und ich weiß, es gab einen Fall, da hat einer aus der Szene, der war 17, 18 damals, ganz jung, hat jemand anderen gescammt. Kam, mhm, raus, der wurde dann gedoxt, also die Adresse wurde revealed, wer das ist. Auch im Darknet, in so Foren, ja, und so, genau, so, hey, genau, das ist. Und dann hat jemand dem so Leute auf, hat den Service gebucht und hat gesagt, brech in die Beine, und da gab es auch ein Video. Ah, die haben da wirklich das ein Video rein. Rum, ja, als Proof. Und das habe ich Gott sei Dank nicht wiedergefunden, sowas. Wir nehmen jetzt hier erstmal welche, zumindest die du rausgesucht hast, die wir alle verantworten können, machen das auch immer mit unseren Daten, ne? Alles in einem abgesprochenen Circle. Werden mal schauen. Ich gucke trotzdem noch ein bisschen, ob ich ein, zwei andere Sachen finde, die ich ganz fancy finde. Vielleicht noch mit reinnehmen. Keine 24 Stunden sind vergangen und Martin sollte tatsächlich zum Teil schon mal recht behalten. Wir haben nämlich das Kennzeichen von einem Wagen von uns dem Verkäufer auf einem Private Messenger namens Wicker geschickt. Das wird häufiger mal benutzt im Darknet. Und der hat uns heute Morgen dann schon ein Foto von einem abfotografierten Monitor zugesandt. Man sieht das relativ deutlich, ne, dass da einfach so draufgehalten wurde und die Daten sind korrekt. Da man bei einem Firmenwagen nur die Firmenanschrift bekommt und das bei einer GmbH aber nicht wirklich ein Geheimnis darstellt, wollten wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und wir haben hier einen Anbieter gefunden, der auch für 80 Euro sogar eine Personenabfrage macht, wo man dann wirklich die privaten Daten kriegt. Diesmal in Monero bezahlt. Ich bin mal sehr gespannt, was das beinhaltet und ob ich über meinen Kollegen dann noch ein paar Dinge erfahre, die ich nicht wusste. Dann sind wir in die Rubrik Dokumente und nehmen wirklich jeglichen Zertifikaten, Personalausweisen, Doktortiteln und so weiter. Haben wir vor allen Dingen Ausschau gehalten nach irgendwas, was uns nicht direkt auf die Anklagebank bringt, wie Marvin. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und wir haben ein ärztliches Attest für 30 Euro plus 1 Euro Versandkosten gefunden. Und auch hier zahlt man wieder via Bitcoin. Dann kriegt man ein Formular zugeschickt. Da muss man dann im Endeffekt eingeben, welcher Arzt, wie lange will man krank sein und natürlich auch die Daten seiner kompletten Krankenkasse. Das Ganze dann auch via PrivNote. Das ist eine Seite, die sozusagen Selbstzerstörungsnachrichten rausschickt. Ich habe das dann alles ausgefüllt und auch wieder zurückgeschickt. Und ich habe nicht meine Daten genommen, sondern die von Franju Beutlin. Das ist ja unser Alias, den wir schon häufiger verwendet haben. Und der alte Krankmacher, der will mir jetzt, dem Arbeitgeber, einen Attest vorlegen. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie echt das aussieht. Der nächste Service, den wir ausgecheckt haben, der kann eigentlich fast nur Scam sein. Denn hier bekommt man eine Anleitung für einen blauen Haken bei Instagram. Und jetzt kommt für 14 Euro. Ich selber kenne einen Deutschen, der vor einem Jahr, anderthalb Jahre, den verkauft hat. Für 15.000. Und kleiner Spoiler an der Stelle, niemand, der damals zugeschlagen hat, hat heute noch einen blauen Haken. Und der Dude selber ist permanent gebannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man für 14 Euro hier wirklich geile Infos kriegt. Aber let's see. Ja, und dann gab es doch so einen Telefonservice für 35 Euro, wo die sozusagen für dich überall anrufen. Egal ob in Deutsch, Englisch, in jeder Sprache. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das für Accounterstellungen, Bestellungen und so weiter genutzt wird von Betrügern, die vielleicht Kreditkarten geklaut haben. Und ich denke, man kauft sich für diese 35 Euro quasi eine Telefonverbindung und eine Stimme, sodass man eben selber nicht auf irgendwelchen Tonbändern ist. Wofür wir das jetzt genau nutzen, weiß ich noch nicht, aber
irgendwas fällt uns da schon ein. Und ich muss an der Stelle echt sagen, je tiefer man in diese Foren reingeht, desto gruseliger wird's. Also hier wird wirklich über teilweise komplett illegale Dinge super nüchtern diskutiert. Es wird Feedback gegeben, Rezensionen gepostet, als wäre das gar nichts. So, yo, 5 Sterne für einen gefälschten Personalausweis, das hat sogar beim Flughafen funktioniert. Und ich sitze hier und denke mir so, okay. Da musste ich dann schon fast schmunzeln, als ich das hier gesehen habe. Ein IKEA-Gutschein zum halben Preis. 50 Euro via Bitcoin überwiesen. Und dann hat der uns jetzt gerade von Work Upload einen Link geschickt. Und ja, was soll ich sagen? Hier ist ein 100 Euro IKEA-Gutschein. Wir, würde ich sagen, gehen jetzt gleich los, werden schön Köttbullar essen und mal gucken, was wir da noch so einkaufen können. Ich meine, meistens, wenn man zu IKEA geht, weiß man das ja vorher eh nicht. Und dann melden wir uns zum Fazit und ich zeige euch, ob das funktioniert hat oder ob der jetzt fake ist. Das Essen war in Ordnung. Diese Zimtschnecken sind super trocken. Ich weiß nicht, muss man die erwärmen oder so von IKEA? Die Badematten brauchte niemand. Aber zumindest Chris hat jetzt einen neuen Schrank, denn wie ihr hier seht, funktionierte der Gutschein. Die Frage ist jetzt natürlich, sind diese Gutscheine wirklich mit Payback-Punkten gekauft? Das sagt zumindest der Dude, der uns den vertickt hat. Oder kommt das Geld woanders her? Ich bin ehrlich zu euch, wir wissen es nicht. Aber wir hatten schon ein komisches Gefühl, als wir das da irgendwie bei dieser Selbstbedienungskasse rübergezogen haben. Und dann auch wirklich noch Success stand. Ja, sind aus dem Laden raus und ich dachte mir so, okay, für dieses Experiment. Aber ich würde es niemals benutzen, um irgendwie für Hunderte von Euro dort Möbel zu holen. Kommen wir zur Dienstleistung Nummer 2 und das ist der blaue Haken bei Instagram. Den habe ich nämlich jetzt, nee Spaß, den habe ich schon vor 4 Jahren bekommen, denn diese Dienstleistung war kompletter Scam. Also wir haben einen Link gekriegt, wenn man auf den Link draufklickt, dann kommt man in eine TXT-Datei und da ist eine Strategie beschrieben, die gab es schon vor 6 oder 7 Jahren, glaube ich, die habe ich damals schon irgendwo gelesen. Und zwar erstellt man ganz viele Fake-Profile von seinem eigenen, lässt die dann von verschiedenen Personen melden, sodass Instagram sieht, aha, wir müssen dieser Person einen blauen Haken geben. Weil die wohl oft gefälscht wird und so weiter. Funktioniert nicht, kann ich euch an der Stelle sagen. Also die 14 Euro oder was wir da bezahlt haben. Und ob das Geld weg ist oder nicht, wissen wir bei der nächsten Dienstleistung tatsächlich noch nicht. Das ist nämlich dieser Telefonservice. Ja, ihr erinnert euch, die machen ja alles für einen. Und meistens wird, habe ich ja schon gesagt, sozusagen die Verbindung und die Stimme dann benutzt, um wahrscheinlich damit was Illegales zu machen. Hätten wir eh nicht getan, aber wenn man hier reinguckt, steht da immer noch Processing. Das heißt, wir haben bezahlt, ich habe auch 2 DMs geschrieben, keine Nachricht. Kann also nicht sagen, ob das Scam ist oder ob die sich jetzt noch eine Woche später melden. Die haben auf jeden Fall damit geworben, noch am gleichen Tag. Und dem ist nichts. Und jetzt kommen wir zu den Top 3 und wirklich auch zu den Knallern. Und ich fange an der Stelle mal an mit dem Geld. Ihr erinnert euch, diesen Umschlag hatte ich auch schon im Intro. Das ist auch tatsächlich genau der, den wir bekommen haben. Und hier drinne ist die Kohle. Das Ding ist, wir haben uns von Amazon extra so ein Gerät bestellt, um zu gucken, ob das Geld echt ist. Und wie ihr hier seht, es ist echt. Wir haben auch mal im Vergleich einfach so einen Fake-Fünfer genommen. Ja, das sind die übrigens, die ich auch fürs Intro manchmal irgendwie anzünde oder so. Auch die sind von Amazon. Und da sagt er Blüte. Die große Frage ist, wo kommt das Geld her? Wir werden damit auf jeden Fall noch weitermachen und das mal zu einer anderen Instanz geben. Vielleicht folgt da demnächst ein Update. Ich kann nur an dieser Stelle sagen, das Geld ist echt, das Geld ist angekommen. Trotzdem haben die gegen die AGBs der Post verstoßen. Denn wenn man Geld verschicken will, dann muss man das via Einschreiben machen. Es gibt im Darknet Angebote, die bieten auch das an, auch via Paket. Aber wir haben uns extra für eins entschieden ohne und es kam trotzdem. So, und jetzt zu der Personenabfrage. Auch da sind wir ja noch eine Instanz weitergegangen. Autohalter, alles in Ordnung. Was kriegen wir für intime Daten? Ihr seht hier von Matthias, haben wir rausbekommen innerhalb von 3 Stunden sein Geburtsdatum, seinen Geburtsort, seine aktuelle Anschrift und auch, ob er dort alleine lebt oder nicht. Und das finde ich sehr spannend, denn ich habe gerade noch mal nachgehakt. Er ist tatsächlich mit seiner Freundin im Mietvertrag eingetragen. Hier steht aber, er wohnt alleine. Also, wir haben die Daten bekommen, aber die stimmten so halb. Oder so zu 90% zumindest. Last but not least, jetzt für mich persönlich eigentlich neben dem Geld das Spannendste, und zwar das Attest. Auch das Attest ist bei uns angekommen, 3-mal verschlüsselt, ja, bis wir das dann wirklich mal hatten. Ist jetzt gerade auch noch via Post unterwegs, bin mal sehr gespannt, wie das aussieht. Aber ihr seht hier schon den Scan und der sieht wirklich verblüffend echt aus. Den Arzt gibt es, ob das wirklich seine Unterschrift ist, kann ich nicht sagen. Aber ich habe da einfach mal angerufen und habe gesagt, ey, der Franjo Beutlin, ja, der hat nicht das erste Mal ein Attest vorgelegt. Haben sie dem eigentlich wirklich so ein Attest ausgestellt? Und ja, ihr könnt ja mal hören, was der liebe Arzt sagt. Ja, schönen guten Tag, Tom Platzer mein Name. Ich habe einmal eine Frage, und zwar bin ich der Geschäftsführer von einer Medienagentur hier in München.
Und ich habe einen Mitarbeiter, der hat einen Attest von Ihnen bekommen. Und ich wollte mal ganz kurz nachfragen, ob der wirklich bei Ihnen Patient ist, weil mir kommt das ein bisschen komisch vor, der meldet sich ständig krank. Sie wissen, dass ich Ihnen da keinerlei Auskünfte geben darf, aber ich gucke gerne mal nach. Ja. Zu sagen, ja, der war bei mir oder der war nicht, selbst das darf ich Ihnen nicht sagen. Ah, okay. Ja, mir wird es schon reichen, ob der überhaupt bei Ihnen Patient ist, weil ich bin ehrlich, ich habe die Vermutung, er ist es nicht. Verstehe. Nennen Sie mir doch mal den Familiennamen so, dass ich ihn richtig verstehen kann. Kann ich Ihnen bestätigen, dass dieser Patient noch nie bei mir war? Schon erschreckend, muss ich sagen, weil wie gesagt, das Attest war wirklich so die Eskalationsstufe 1. Ne? Theoretisch hättest du das auch noch mit vielen, vielen anderen Dokumenten haben können. Auch da bin ich mal eine Instanz weitergegangen. Mal gucken, wo es da Updates gibt. Hier oder vielleicht sogar noch wo ganz anders. Egal. Dazu irgendwann vielleicht mehr. Das war's an dieser Stelle allerdings mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, denkt an unser Giveaway. 3x Amazon-Gutscheine für 100 Euro. Auch echte 100 Euro. Keine aus dem Darknet oder so. Ja, wir nehmen einfach unser Geld. Und dann noch 3 Tickets für das Event. Ich verlinke euch ein Video, was euch vielleicht auch gefallen könnte. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder.